Sie haben recht, ich habe Sie angelogen. Ich war nicht nur kurz weg Brötchen holen. Ja, wo waren Sie dann? Ich hatte ein Bewerbungsgespräch. Ein Bewerbungsgespräch? Aha. Und wo? In dem Hotel. Und warum haben Sie das nicht sofort gesagt? Weil ich eine gute halbe Stunde weg war und weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich Kevin so lange allein gelassen habe. Mag ja alles sein, aber Ihr Kind ist wahrscheinlich entführt worden und Sie machen hier bei der Polizei falsche Angaben. Das tut mir ja echt leid. Aber wenn ich Kevin allein zu Hause gelassen hätte, wäre er noch länger ohne mich gewesen. Ja, das wäre sicherlich auch keine gute Alternative gewesen. Außerdem habe ich immer noch Angst, dass Heiko irgendwie in die Wohnung kommt und deshalb habe ich Kevin lieber mitgenommen. Im Auto gelassen, Fenster auf und im Schatten geparkt. Ich weiß. Er war frisch gewickelt und gefüttert und hat ganz ruhig geschlafen. Ich konnte ihn doch echt nicht mitnehmen zu dem Bewerbungsgespräch. Auf was für eine Stelle haben Sie sich denn beworben? Als Zimmermädchen. Und wo genau? Bei Rolf Willmann. Das ist der Hotelchef. Gut, das werden wir überprüfen. Der hieß Rolf wie? Rolf Willmann. Guten Tag. Hallo, schön. Herr Willmann? Ja. Kriminalpolizei. Mein Kollege Ritter, mein Name ist Krass. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Ja, klar. Wie kann ich Ihnen helfen? Stimmt es, dass sich eine Carola Bartel bei Ihnen heute Morgen als Zimmermädchen beworben hat? Ja. Wieso wollen Sie das wissen? Während des Bewerbungsgesprächs ist Ihr Kind aus dem Auto verschwunden. Ja, und wir gehen davon einer Entführung aus. Gott, das ist ja schrecklich. Und wie komme ich dabei ins Spiel? Ja, Sie können uns helfen, indem Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zeigen, bitte. Die haben Sie doch noch, oder? Ja, wieso möchten Sie die sehen? Reine Routine. Die muss ich jetzt meiner Sekretärin wahrscheinlich schon gegeben haben. Dann müssten Sie mich jetzt ganz kurz entschuldigen. Kein Problem. Ein bisschen nervös, der Mann, oder? Ich wollte zu Herrn Willmann. Was machen Sie hier in seinem Büro? Verzeihung. Wir sind von der Kripo. Krass ist mein Name, mein Kollege Ritter. Wir hatten nur ein paar Fragen an Herrn Willmann. Ich bin Susanne Herbst, Personalchefin hier im Hotel. Ach, das trifft sich ja gut. Können Sie uns bestätigen, dass eine Frau Bartels heute ein Vorstellungsgespräch bei Ihnen hatte? Nicht, dass ich wüsste. Und wir stellen im Moment eigentlich auch niemanden ein. Ganz sicher. Natürlich. Ich als Personalchefin sollte darüber schließlich Frau Bescheid Herbst, wissen. Vielen Dank. Ich komme gleich zu Ihnen. Okay. Ja, tut mir leid. Ich habe die Bewerbungsunterlagen jetzt gerade nicht gefunden. Herr Willmann, wie wäre es denn, wenn Sie uns die Wahrheit sagen? Ja, gut. Die Frau hat sich hier nicht beworben. Ich habe sie engagiert. Übers Internet. Sie ist eine Prostituierte. Bitte? Ja. Und über welche Seite haben Sie sie gebucht? Sie hat ihre eigene Homepage. Dann nennt sie sich Tamara. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Frau Bartel, können Sie uns das vielleicht mal erklären? Ich arbeite als Prostituierte. Und ich habe Ihnen nichts davon gesagt. Tut mir leid. Ehrlich. Wir arbeiten hier. Wir versuchen, Ihren Sohn zu finden. Und Sie? Sie tischen uns hier Lügen auf. Es tut mir leid, echt. Aber ich habe gedacht, wenn Sie die Wahrheit wissen, dann denken Sie, dass ich selber schuld bin. Seit wann arbeiten Sie denn als Prostituierte? Erst seit der Trennung von Heiko. Ich habe doch keine Berufsausbildung. Und irgendwie muss ich ja mich und mein Baby durchbringen. Das ist ganz bestimmt nicht mein Traumjob. Gut. Dann erklären Sie uns mal bitte, wie der Tag heute, vielmehr wie der Morgen heute mit dem Hoteldirektor abgelaufen ist. Wie immer. Wir sind auf ein Zimmer. Und als er fertig war, dann habe ich mich beeilt, um ganz schnell zum Auto zurückzukommen. Aber ich hätte das auch niemals getan, wenn ich gewusst hätte, dass Kevin in Gefahr ist. Kann es vielleicht sein, dass einer Ihrer Kunden der Entführer ist? Nee, ganz bestimmt nicht. Von denen weiß keiner, dass ich ein Kind habe. Das kann nur Heiko gewesen sein. Ja, aber wenn Ihr Ex-Freund das war, dann muss er Ihnen gefolgt sein. Haben Sie da was bemerkt? Nein. Aber ich bin jeden Montag um die Uhrzeit bei Herrn Willmann und hab Kevin immer bei im Auto. Das kann er auch wann anders ausspioniert haben. Ja, es kann schon sein, dass er auf dem Parkplatz auf Sie gewartet hat. Ich habe solche Angst um Kevin.
Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Irgendwo muss er den Kleinen ja versteckt haben. Wir werden jetzt erstmal die Wohnung ihres Ex-Freundes durchsuchen. Vielleicht finden wir da irgendwelche Hinweise. Ja. Und dann stand er plötzlich am Tatort und er wollte mir partout nicht erklären, mit wem er zu stehen war. Na ja, reg den nicht auf. Das wird Robert uns schon sagen, früher oder später. Ich hab Sie schon verstanden. Jede Wette, das Gespräch ist nicht dienstlich. Ich muss jetzt Schluss machen. Bis später. Tschüss. Na? Dein Frühstücksdate muss ja ziemlich angetan sein von dir. Kein Kommentar. Jetzt gibt's halt zu, du hast eine neue Freundin. Wie gesagt, Gerrit, nicht an der Baustelle. Ich hol mir jetzt unten was zu essen. Bis später. Ich geh mit. Und? Hat sich dein Führer inzwischen bei Frau Bartel gemeldet? Nee, aber die Kollegen sind fertig mit der Wohnungsdurchsuchung bei diesem Heiko Brack. Und? Naja, also jede Menge Babysachen. Kleidung, Spielzeug, Fläschchen, sowas. Aber keine Spur von dem Kind. Und was hat die Untersuchung von dem Wagen von Frau Bartel ergeben? Jede Menge Fingerspuren von diesem Brack. Was? Er hat doch gesagt, dass sie den Wagen erst nach der Trennung gekauft hat und dass er nie in dem Wagen war. Das spricht doch dafür, dass er der Täter ist. Außerdem ist sein Handy seit 2 Tagen ausgeschaltet. Der ist ja nicht blöd. Der weiß ganz genau, dass wir versuchen, sein Handy zu orten. Ja, aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir haben die Anrufliste von seinem Festnetz. Hier, schau mal. Der hat letzte Woche fast täglich mit einer Antonia Frings telefoniert. Seine Freundin? Ja, das ist schon gut möglich. Auf jeden Fall hat er dieser Dame vor 3 Tagen 2000 Euro überwiesen. Was eine ganze Menge Geld für ihn ist. Dann sollten wir uns mit der mal unterhalten. Schon vorgeladen. Gut gemacht. Ja, den Heiko, den kenne ich ganz flüchtig aus der Kneipe. Ah, ganz flüchtig, ja. Ich habe es hier schwarz auf weiß, dass Sie letzte Woche fast jeden Tag mit ihm telefoniert haben. 10 Minuten oder länger. Ja, also ich kann Ihnen noch die genauen Zeiten vorlesen, wenn Sie es möchten. Nee, das ist nicht nötig. Ich telefoniere nun mal gern und häufig. Ist das ein Problem? Nö, das ist es nicht. Ist ja auch nicht verboten. Und ich wette, Sie haben auch eine gute Erklärung dafür, warum er Ihnen vor 3 Tagen 2000 Euro überwiesen hat. Ja, ich habe es ihm geliehen und er hat es mir jetzt zurückbezahlt. Ach, Sie leihen einem flüchtigen Bekannten einfach mal so 2000 Euro? Ich hatte es übrig und er hatte es nötig und ich habe es ihm geliehen. Wo liegt das Problem? Darf ich jetzt gehen? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Lügt doch wie gedruckt. Klar, frag sich nur warum. Auf jeden Fall ist sie unsere einzige Verbindung zu Heiko Brack. Gerrit und Robert sollen sich mal da ganz dran hängen. Wohin die hin? Schon blöd. An so einem Tag, wo du ein Date hast, Mann. Netter Versuch, Gerrit. Aber mal ehrlich. Also, wenn der Vater sein eigenes Kind entführt hätte, das wäre schon krass. Ja, allerdings. Ach komm, Kollege, ich bin's doch. Du kannst mir doch erzählen, mit wem du ein Date hast. Ich hoffe einfach nur, dass es dem Kind gut geht. Ja, das hoffe ich doch auch. Komm schon. Okay, soll ich dir was sagen? Ja, klar. Pass auf, dass du dran bleibst. Idiot. Entschuldigen Sie, Kripo. Wir müssen das Zimmer da rein. Ja, schnell ja, los. Das ist der Generalschlüssel. Okay. Schön hier. Wir können den Keller nicht wegnehmen. Kevin ist mein Sohn. Ruhe, hinsetzen. Scheiße. Echt bescheuert, schleppst die Bullen hierher. Was haben wir denn hier? Oh. Ein gefälschter Reisepass. Wo soll es denn hingehen? Naja, aber ich glaube, Sie wissen jetzt, wo es hingeht. Nicht wahr? Kindesentführung.
Da kommt einiges auf Sie zu. Ja, dann wünsche ich Ihnen und Kevin alles Gute. Ja, mach ich. Danke, tschüss. Oh Mann, Frau Bartel ist froh, dass sie den Kleinen wieder hat. Übrigens einen schönen Dank an alle. Ja, danke schön. Was sagt sie dazu, dass wir das Jugendamt informiert haben? Nein, sie sagt, das ist schon okay. Sie sieht ja selbst an, dass das noch nicht weitergeht. Ja, stimmt wohl. Ja. Was machst du denn hier? Hat's nicht geklappt mit dem Date? Sie wollte mich schon treffen. Aber du sie nicht. Nein. Weil sonst hätte ich einen Vertrag unterschreiben müssen. Vertrag? Vertrag für was? Ich hätte als stellvertretender Sicherheitschef für ein deutsches Unternehmen in Kapstadt arbeiten können. Ui. Und das hast du nicht gemacht? Da sind schon Geld, schöne Frauen und Strand gegen das solche hier. Kollegen.